Dann habe ich eine weitere Nachricht und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe mir jetzt den Artikel nicht so genau durchgelesen. Aber Amazon hat mehrere neue Produkte vorgestellt. Unter anderem auch einen neuen TV und im Sinne von TV Du meinst einen richtigen Fernseher. einen richtigen Fernseher, nämlich ein Fire TV Omni. Das hatte der vorher schon angegeben. Es Und hat da mehrere sogar, ja, gell? es hat mehrere schon gegeben, ja. Und der bringt viele interessante Sachen mit. Also erstens einmal hat er ein komplettes Core Edge-Lid, sondern wirklich einen komplett ausgeleuchteten Hintergrund mit Mini-LEDs. Mit einer super Helligkeit und super Kontrastwerten. Aber was er halt auch mitbringt, ist das, was sie, das haben sie sich offensichtlich bei na, nicht falsch. Jetzt verwechsel ich los. Ah, okay. Ich habe jetzt Mini-LEDs gelesen und habe gedacht, dass er. Weißt du, was Philips noch gehabt hat? Mit dem, was auf dem. Auf die Wand Ah, du meinst, ah, ich Ambilight, weiß. Ja, das Ambient Light, ja. jetzt habe ich mich komplett verlesen. Okay, Entschuldigung. Also, der hat kein Ambilight, aber es ist halt ein neuer Fernseher. Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, wie ist das bei. Hast du schon einmal so einen Fire TV Omni gesehen? In Nutzung? Ich habe noch nie ein Fire TV in Verwendung irgendwo gesehen, also jetzt ein Fernseher. Ja, weil was ich mir da frage. Wie sind die softwaremäßig bzw. hardwaremäßig ausgestattet? Weil so Fire TV Stick ist noch 4, 5 Jahre, kannst du sagen, kannst schon kübeln. Wie ist das da beim Fernseher? Wer wird sich. Beziehungsweise, wie stark ist da beim Fernseher die Software mit dem Fernseher selbst verdrahtet? Also ich glaube, die werden da, das, die haben ja so größere TV-Boxer, Ja? da haben sie einen stärkeren Chipper drin. Ja? Ich glaube, die werden wohl das gleiche da einbauen. Okay, weil der Preis ist Der Preis ist super für günstig. Ich meine, du kriegst 55 natürlich, Zoll $820. du hast halt die Fire TV-Oberfläche drauf, sicher. Ja, definitiv, ja. Also die hast du sicher drauf. Das heißt, du wärst wahrscheinlich in gewisser Form ein bisschen Werbung für die Amazon-Sachen kriegen. Würde jetzt einmal davon ausgehen. Ja, okay, ja, stimmt. Die werden jetzt nicht nur die Fire TV Stick Oberfläche haben, weil sie müssen ja die grundlegenden Fernsehfunktionen sowie normale Fernsehnutzung ja abbilden. Genau, ja. Theoretisch müssen sie das, ja. Ja. Uff. Ja, dann lass es wieder schwierig sein vom User Interface. Weil du halt wirklich komplett auf Amazon ausgeliefert bist. Auch wenn du nur satt schauen willst. Angenommen Ja, satt das oder wird Kabel. sicher, ich glaube, das wird sicher ein eigener Punkt sein, dass in das in Channel, dass du die Quelle wechseln kannst. Genau. Aber es ist trotzdem dahinter noch die Amazon-Software. Ja, das ist gut, das ist da dann wahrscheinlich wurscht, Ja. aber gut, du hast bei Samsung auch immer seiner Software laufen, das ist eh wurscht. Ja, mein Idee ist eh, also jetzt letztes Jahr haben wir einen Hisense-Fernseher fürs Wohnzimmer gekauft. Der macht es eh ganz gut, bis dass die Software halt jetzt schon träge wird. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht, warum Software auf einmal träge wird. Das verstehe ich nicht. Die Hardware ist nicht langsamer geworden, aber die Software wird träge. Keine Ahnung. Was ich halt wirklich einmal cool finden würde, wenn es wirklich einmal so ein 65 oder 70 Zoll Fernseher ohne Software drauf außerbringen. Ich will nur einen Monitor. Ja gut, der Monitor hat ja Software. Ja, aber wenn ich jetzt meinen AOC-Monitor anschaue, der hat da sehr reduzierte Software. Ja, ich meine, das würde ich mir auch wünschen, dass Monitore und Fernseher generell eine super reduzierte Software hätten. Genau, weil ich und zum Beispiel bräuchte ich, wenn ich jetzt da auf meinen Homelab auf dem Fernseher denke, ich brauche da keinen Anschluss für ein SAT-Kabel oder sowas. Mir reichen einfach ein paar HDMI-Eingänge und ein optischer Ausgang.
Ja, das wird eher eine Frage der Zeit werden, weil ich kann mir auch beim analogen Fernsehen nicht vorstellen, wie lang die noch tatsächlich, ich meine, analog sendet eh keiner mehr, Ja, analog, ja. aber wie lang die wirklich noch sich das antun werden, dass du das quasi noch über Sat empfangen kannst, etc. Die werden das wahrscheinlich auch irgendwann komplett auf Internet-Streaming umstellen. Aber trotzdem hätte mir geht es jetzt nachher nicht nur darum, um die Software, die drauf ist, der immer wieder murksig ist, von Samsung, LG, Hisense, Thomson, JVC, wie sie alle heißen. Das ist eh immer einfach oft auf Crap. Das sind Hardware, das sind Hardwarehersteller und die machen Software nebenbei. Und dann ist das Ergebnis oft schlimm. Du, ich gebe da, ich Und sage eh, deswegen wünsche ich mir eben einfach nur einen 65 Zoll Monitor mit guten Eingängen. Fertig. ja, das würde sich jeder wünschen. Ist ja das, was du einmal bei so einem Samsung, LG oder wie sie alle heißen, Senderkanäle zu verändern. Ja. Da wird da schwindelig. Mir wird schwindelig bei den voreingestellten Bildverbesserungsoptionen. Was diese deshalb. Eine Formel wirkt ein Film wie eine Seifenoper mit 60 Ja, Bildern ja. die Sekunde, weil sie eine Zwischenbildberechnung drinnen haben. Ja, Zum du, Beispiel, ich. das ist ein Bug bei unserem Hisense-Fernseher, wenn du den ausschaltest und sofort wieder einschaltest, hast du eine Formel, eine Zwischenbildberechnung. Aha. Und die läuft dann. Die kannst du nachher nicht mehr über das System deaktivieren. Dann musst du ihn ausschalten, 5 Minuten warten, einschalten, dann geht es wieder normal. Weil die Zwischenbildberechnung habe ich global abgeschalten. Also, solche Sachen oder ein hoher Kontrast. Eine Formel sind die Hautfarben im Purpurrot und die strahlt die also, ja also Figur richtig an. Ne? Also, das brauche ich alles nicht. Das kann ich über mein Eingabegerät auch steuern. Ja, du, das, ich weiß, keine Ahnung, was das ist. Deshalb habe ich ja noch wirklich, wenn ich Fernseh schaue, ich habe noch so eine separate Box daneben stehen, Genau. wo die auch die ORF-Karte und das drinnen ist. Receiver, ja. Ja, ich habe einen klassischen Receiver, weil der ist viel einfacher in der Handhabung. Und wenn ich sonst Smart-TV-Funktionen brauche, dann habe ich mein Apple TV oder mein Fire TV angesteckt. Und das erfüllt den Zweck. Ja, eh. Beim Fernseher tue ich nur wirklich die Quelle ändern, wenn es sein muss. Genau. Die restlichen Fernseheinstellungen interessieren mich nicht, weil das ist eh alles lein Murks. Und wenn ich mir jetzt halt so anschaue, so ein Public Display, ein Public Display sind ja oft, ich habe ja keine TV-Funktionen, keine eigentlichen. Und wenn ich da schaue, also 70 Zoll Public Display, das günstigste kostet 8.300 Euro. Ja, soll ja so sein, oder? Also das günstigste in 4K. Also, Warte mal, Samsung Digital Signage Display 55 Zoll 867. ah ja, schau, da habe ich jetzt auch eins. 65 Zoll. Ein Philips 750. Was war denn das noch für ein komischer Filter jetzt? Aber es stimmt eigentlich, im Verhältnis seien die schon sauteuer. Das sind Monitore. Die haben ja sogar noch einen Vorteil, die Public Displays. Die sind ja auf lange Laufzeiten ausgelegt, weil es sind ja Public Displays. Das sind normalerweise eine Fernseher, die man in die Schaufenster reinstellt, in Geschäften. Die sind nicht so hell, damit sie eben lang laufen, aber sie sind eben hell genug. Ja, ich weiß nicht, ich bin echt beim Überlegen, mir irgendwann nochmal sowas zu besorgen. Aber da Ja, sieht man halt auch, der hat auch Antennenanschluss zum Beispiel. das ist ja wurscht, den kann er ja haben. Das ist ja Ja. Standardpanel, der muss ja nicht einmal funktionsfähig sein. Ja, aber der hat Tissen drauf, zum Beispiel als Betriebssystem der Ja, das hat Samsung. bei Samsung jeder Monitor. Ja, scheiße. Also, wenn du jetzt einen Gaming-Monitor kaufst, der hat da Tizen oder Tizen oder wie das auch immer heißen Ja, mag drauf. der Philips hat Android drauf. Er ja, schau. Also im Endeffekt bräuchte ich einen PC-Monitor mit 65 Zoll. Ja, aber der hat auch was drauf. Keine Ahnung, meine AOC haben nichts. Die Neien haben meistens was drauf. Oh. Weil die ja auch so viele Funktionen mittlerweile haben.
Weil ich habe da zum Beispiel einen Dell-Monitor und das Menü, das ist noch, das ist echt noch ein super schlichtes Menü. Ja. Aber steht, dann hat er natürlich AMD FreeSync und die ganzen Sachen. Ja, aber ich meine mit richtiger Medien, das ist das On-Screen-Display Genau, für die Einstellungen, ja. das meine ich damit. Das Das ist ja okay, wenn das dabei ist. ist super simpel, aber wenn du so neue, hochwertigere Samsung-Monitore anschaust, steht mal ein richtiges Menü. Ja, aber haben die auch noch ein WLAN und ihre Apps Teil, drauf? ja, teilweise ja. Ja, und das will ich eben nicht. Ah, Ja, schlimm. das wird aber wahrscheinlich kommen, weil die wissen halt auch, dass viele Monitor und Fernseher mittlerweile kombinieren. Und dadurch kommt es halt auch da rein. Ja, aber deswegen habe ich einen Zuspieler wie ein Apple TV oder ein Fire TV Ja, Stick. du, aber wahrscheinlich viele andere nicht. Ich verstehe das nicht. Die produzieren komplett an mir vorbei. Ja, wir sind schon lang für nichts mehr die Zielgruppe. Ja, offensichtlich. Wir sind schon zu alt für das.